Hallo zusammen, ich bin Ivan von der Tretmühle in Stuttgart. Ich bin hier in Mattighofen in Österreich bei KTM und ich präsentiere euch ein Hardtail mit einem sehr starken Preis-Leistungs-Verhältnis. Das hier ist das Elektrofahrrad Machina Alp LTD 64, 60 Jahre Überlebensmodell für 4.199 Euro. Was ist das Besondere an diesem Elektro-Hardtail? Das hier ist der Rahmen, den wir von der Teamfamilie kennen, aus Aluminium mit Platz für 750 Wattstunden Akku und dem bewährten CX-Motor von Bosch mit 85 Newtonmeter. Also das bedeutet, ihr habt ganz schön viel Reichweite mit einem sehr starken Motor. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt alles immer ausfahren, aber ihr habt die Möglichkeit, das zu machen. Dieses Fahrrad, wenn ihr es moderat fahren würdet, jetzt zum Beispiel in Eco, würde sicherlich über 150, 60 Kilometer am Tag schaffen. Oder im Turbomodus, im Alltag, vielleicht in einem hügeligen Gelände, ich hätte gesagt so um die 50 Kilometer, aber wirklich Vollgas beladen. So, wir haben vorne eine bewährte RockShox Gabel, Recon heißt sie, mit Luft. Das bedeutet, ihr könnt das so einstellen, wie ihr es wollt. Wenn ihr eine Dämpferpumpe habt, könnt ihr hier das anschließen und aufpumpen oder die Luft rauslassen, je nach Lust und Laune. Ihr habt hier Smart System mit dem Kiox 300. Ihr könnt das Smart System, also das Fahrrad, mit eurem Handy verbinden. Ihr könnt hier sogar navigieren, aufzeichnen, machen, tun. Also ein richtig tolles Feature. Und hinten habt ihr das XT-Schaltwerk mit 11 Gängen mit einer recht großen Spreizung Link Glide. Das bedeutet recht langlebig und präzise. Die 11 Gänge werden euch sicherlich reichen. Typisch KTM. KTM verbaut recht oft sehr zuverlässige Bremsen. In dem Fall haben wir die 4 Kolben von Shimano, die 500 Net hier, die 400er Version. Das reicht vollkommen für viele von euch. In Verbindung mit der Steckachse werdet ihr ein recht steifes Cockpit haben und die Kontrolle haben, auch wenn ihr eine Vollbremsung machen würdet. Ein richtig tolles Fahrrad. Wir werden das definitiv bestellen und zu uns in Land bringen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls das so ist, klickt mal unten meine Likes. Danke, ciao.